Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft 1.17.1. Es ist gerade Nacht, darum nehme ich auch Ton auf. Test, Test, Ton. Ist es laut genug? Ich glaube nicht, ne? Machen wir das alles mal ein bisschen lauter. Blub. Test. Test, Test. Okay, das geht. Ich glaube, es ist laut genug. Okay. So, wir haben immer noch keine Diamanten gefunden, was ein bisschen ätzend ist. Und wir haben noch nicht mal mehr eine Pickaxe dabei. Machen wir uns mal wieder zwei davon, und zwar mit, genau, man kann auch, wenn man die Rezepte nicht im Kopf hat, kann man auch einfach hier drauf drücken, auf dieses Rezeptbuch, und dann hat man das Ganze ein bisschen einfacher. Angeln wollten wir auch noch, aber das machen wir dann später. Erstmal gucken wir, ob wir nicht vielleicht doch irgendwo einen Diamanten finden. Das wäre eigentlich ganz nützlich jetzt so ein bisschen. Okay. Haben wir da Kohle und achso, ein bisschen paar Fackeln haben wir noch hier, sehe ich gerade. So, aber das reicht. So, das. Und dann gucken wir mal unten, was da los ist. Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, aber irgendwie müssen wir irgendwann auch mal zu irgendwelchen Diamanten kommen, die vielleicht schwerer zu finden sind als sonst. Ich weiß es nicht. Aber schauen wir mal. Okay, also hier haben wir hingegraben. Hier schon ein paar Gänge gegraben. Okay, das ist gut. Können wir hier vielleicht einen Gang machen. Aber schon ein riesiges Herrenhaus mit dem ganzen Stein bauen, was ich hier schon abgebaut habe. Vielleicht sollte ich das machen auf der Mesa-Seite, damit ich auf der Pilz-Seite größere Felder bauen kann, vielleicht. Und da ist schon wieder Eisen, sehr gut. So, ich hoffe aber, irgendwann stoßen wir auf Diamanten. Ich will mindestens 6 haben, damit ich mir eine Pickaxe machen kann, mit der das Minen ein bisschen schneller geht. Und vielleicht ein Schwert oder eine Axt. So für Rüstung muss erstmal Eisen reichen. Was war das? Ist irgendwo Wasser. Und Lava. Noch mehr Rotstein. Noch mehr Eisen. Darunter Kohle. Aber ist nur ein Eisen hier? Nee, da ist noch mehr.
Ja, mehr Eisen. Jede Menge Eisen, super viel Eisen. Was nichts Schlechtes ist, aber davon haben wir eigentlich für den Anfang genug. Ja, es gibt hier scheinbar keine Diamanten. Ah, Kupfer. Na, immerhin mal eine Abwechslung zum Eisen und zur Kohle. Mehr Eisen. Okay. Super viel Eisen hier. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe, aber wenn es nicht darum ginge, dass ich mal den einen oder anderen Diamanten finde, damit ich zum Beispiel auch Sachen wie Obsidian abbauen kann, würde ich mich nicht beschweren darüber, dass ich Eisen finde. Eisen ist immer gut. Diamanten sind besser. Was ist das? Rotstein. Okay. Eine andere Minecraft-Idee, die ich hatte, war, man kann immer noch die älteren Versionen von Minecraft installieren. Das ist alles im Programm mit drin. Und es wäre vielleicht ganz lustig, mal bei der ersten Version anzufangen und dann schrittweise, wenn man weiter in die Welt erkundet, jeweils auf neuere Versionen zu stellen und dann mal so den Kontrast zu sehen in einem Spiel. Aber das ist mir für den Anfang zu kompliziert, mache ich dann vielleicht ein anderes Mal. Es ist unglaublich, noch immer kein einziger Diamant hier. Wie weit sind wir jetzt eigentlich schon durch den Berg hier? Okay, was war das? Hier ist irgendwo eine größere Höhle. Warte mal, ich mach mal hier einen hellen Stein rein, damit ich weiß, hier ist der Soundeffekt passiert. Vielleicht kann man dann in der Gegend mal herumgucken. Ist schon wieder meine Pickaxe beide wieder aufgebraucht fast. Okay. Na, ich habe ja auch wieder ein bisschen Kram, den ich nach oben bringen kann, aber halt leider keine Diamanten. Rotstein. Vielleicht könnten wir mit dem ganzen Eisen, das wir gefunden haben, schon ein bisschen daran denken, eine Autofarm zu bauen. Was wir noch nicht haben, was wir bräuchten, wäre Quarz für Beobachterblöcke und sowas. Quarz kriegen wir aber hier nicht. Quarz kriegen wir nur im Nether. Das ist quasi so die Höllendimension von Minecraft. Und um in den Nether zu kommen, brauchen wir ein Tor aus Obsidian.
und um Obsidian abzubauen, um dieses Tor zu bauen, was wir brauchen, um in den Nether zu kommen und Quarz zu kriegen, um dann unsere erste Autofarm zu bauen, brauchen wir eine diamantene Pickaxe. Und um die zu bauen, brauchen wir Diamanten, die wir hier nicht finden. Stattdessen Kohle. Wir können leider Kohle nicht verdichten zu Diamanten. Das wäre toll, wenn das ginge, aber dafür bräuchten wir wahrscheinlich dann Maschinerie, die Quarz enthält, den wir nicht haben, weil wir keine Diamanten haben. Insofern würde das dann auch nichts bringen. Okay. Es ist unglaublich, wieder kein Diamant. Okay. Okay, mal gucken, wie es oben aussieht, ob wir schon unseren Weizen abernten können wieder. Ah, ist schon wieder Nacht. Okay. Und Tag. Sehr gut. Gut, dann gucken wir erstmal, dass wir Eisen und auch Kupfer. So. Machen wir wieder 4 Stück, warum nicht? Hält länger. So, hier packen wir die Rohstoffe rein. Und hier unten packen wir die Steine rein. Zack. Ja, das sind auch die Rohstoffe. Gut. So, dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. Da können wir noch nicht ernten. Aber es gibt schon wieder ein paar lustige Kürbisse. Das Grüne da sind Creeper. Ich weiß nicht, ob ich die schon erklärt habe. Die kommen angeschlichen und explodieren, wenn sie an einem dran sind. Es ist immer besonders schön, wenn man gerade neben seinem Haus steht oder so. Besser noch, wenn man direkt an die Wand gelehnt ist, wo Kisten stehen, das Ding explodiert, die Wand geht kaputt, die Kisten gehen kaputt, der ganze Kram, der in den Kisten drin war, verteilt sich über die Gegend. Das ist alles nicht so schön. So. So, ist die Frage, ob wir jetzt auf der anderen Seite... Ja, hier haben wir Pumpkins, sehr gut. Ob wir auf der anderen Seite jetzt eventuell ein größeres Anwesen bauen wollen, da. Ich meine, da haben wir schon die Brücke. Das Problem ist da... Laufen von diesen Creepern welche rum. Und quasi so Kamikaze-Bomber. Mal gucken, ob wir die wegkriegen, ohne uns in die Luft zu sprengen. Ja. Nein, kriegen wir nicht hin. Ha! Okay, gut. Ja. Macht nichts, nicht so schlimm. Wir haben es ja nicht weit, um da wieder hinzukommen. Ungünstig, dass unser Kram hier so in der Gegend verteilt ist.
Die ganzen Level, die wir gesammelt haben, haben wir verloren. Und hier sind ein paar Rohstoffe in die Luft geflogen, leider. Aber wenn wir hier tatsächlich unser neues Anwesen bauen wollen, dann ist das kein großes Problem. Weil dann müssten wir das hier sowieso alles abtragen. Dazu brauchen wir allerdings eine bessere Schaufel, als was auch immer das hier ist. Okay, also bräuchten wir noch eine Schaufel mehr mindestens. Ja. Das ist einer von den brennenden Nachbarn wieder. Okay. Wo? Irgendein Zombie stöhnt hier. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. So, wie groß machen wir das Haus, ist ein bisschen die Frage. Aber das sehen wir dann, wenn wir eine Schaufel haben. Und ich weiß nicht, ob wir das nicht vielleicht abbauen können. Weil das nicht wirklich was bringt gerade. Hässlich aus, um da runter zu kommen, kann ich immer noch die Leiter im Haus nehmen. Was wir allerdings machen können, ist hier. Rote Kerze. Okay. Genau, das bauen. Okay. Was wollte ich machen? Genau, Schaufel. Schaufel wollte ich machen. Bip, bup. Und toll. Dann brauche ich natürlich Eisen zu. Machen wir mal zwei Schaufeln. Können wir nicht, weil wir kein Holz haben. Okay, dann brauchen wir mehr Holz. Da haben wir genug davon. So, zack. Und alles, was wir können. Mit dem, was wir im Inventar haben. Und los kann's gehen. Irgendwer stöhnt da immer noch. Das ist doch sehr merkwürdig. So, wie genau das aussehen soll, wenn es fertig ist, weiß ich noch nicht, aber ich lasse mir was einfallen. Eins ist auf jeden Fall klar, quadratisches Haus ist irgendwie langweilig. Also nehmen wir das hier als Erker einfach mit rein. Hier ist dann der Eingang, hier ist Flur und dann können hier ein paar Räume abgehen und hier hinten vielleicht ein Treppenhaus mit Treppe nach oben. So. Gut, und damit wir auch einen Fußboden kriegen, der nicht unbedingt Terrakotta ist. Obwohl so antike Plavoisen, gerade die Leute, die auf Sylt irgendwie Ferienhäuser haben, die bezahlen dann Heidengeld für. Ist nur die Frage, ob das antike Plavoisen sind, wenn wir die hier in der Neuzeit raushauen. Das weiß ich nicht so genau. Tja, ja, das ist ein bisschen wie Bergarbeiten, aber halt nicht im Berg, sondern mehr so draußen. Also mehr so Lochgraben.
frage mich wirklich, wo diese Monster sind, die ich da höre die ganze Zeit. Die müssen irgendwo nahe bei sein. Wahrscheinlich in dem Berg da irgendwie. Wahrscheinlich ist da eine Höhle oder so. So weiß ich gar nicht, ob das so eine günstige Idee ist, das Haus jetzt unbedingt hier hinzubauen. Weil es dann dazu führen kann, dass ich in dem Haus nicht schlafen kann, bis ich mich um die Monster da gekümmert habe. Weil man kann nicht schlafen, wenn Monster zu nah dran sind an einem. Das ist ein bisschen ein Problem. Okay. So, das ist orangener Terrakotta. Das heißt, der Terrakotta hat eine Farbe. Das ist insofern ganz nützlich zu wissen, weil den können wir ähnlich wie das Eisenerz und das Kupfererz hier drin brennen. Und dann ist das, wie sagt man, glasierter Terrakotta oder was auch immer man dazu wohl sagen wird. So, Und ich würde sagen, den brauchen wir eigentlich auch für den Fußboden dann. So, okay. Machen wir mal hier. Zack. Gleich zwei Pumpkins draus mit einer Kerze drin. So. Und was können wir gebrauchen? Haben wir gar keine. Doch, da jede Menge Eichensetzlinge. Die könnten wir eigentlich gleich schon mal wieder aufstellen, damit wir hier wieder neue Eichen kriegen. Wie gesagt, wenn auch das langweiligste Holz. So habe ich doch davon einen schicken netten Vorrat, den ich zum Hausbau benutzen kann. Und unsere Farbpalette werden dann Eichenholz, Deep Slate und orangene Terrakotta. Ob das farblich zusammenpasst, weiß ich nicht, aber das sind nun mal jetzt die Farben, die wir haben. Ich meine, man könnte. Ja, nee, nee, lassen wir das. Okay, Spruce, Akazie könnten wir auch machen, aber wir haben einfach von dem Eichen haben wir am meisten. Und schon wieder Schlafenszeit. So, cool. So, dann bauen wir hier mal den Eingangsbereich. Machen wir hier Stützpfeiler. Frage, machen wir hier noch einen hin, damit wir. Machen wir mal. Kostet ja nichts. Okay. Ah, da läuft schon wieder einer. Der brennt, weil es tags ist. Und die meisten Monster hier funktionieren wie Vampire. Die Creeper sind Monster, die tagsüber nicht verbrennen, aber Zombies und Skelette brennen tagsüber. Okay. So, können wir jetzt hier eine Doppeltür reinmachen? Ne, nur eine Einzeltür, aber das soll mir dann auch recht sein. Dann hier beim Eingang könnte man schon mal bisschen Licht hinbauen. Fertig. So. So, dann müssen wir uns entscheiden. Erstmal brauchen wir so einen Steinschneideblock. Was brauchen wir dafür? Ja, das ist schon mal nicht schlecht. So, da brauchen wir
Aha, ich muss niesen. Ah. Hänsch! Hänsch! Verdammte Axt. Okay. Gut, da jetzt können wir den Sägeblock machen. Sehr gut. So, reicht das dazu schon, oder? Nee. Wir brauchen wahrscheinlich vier davon. Also, das sollte reichen. Damit können wir nämlich das Ding bauen hier, die Steinsäge. Und mit der können wir verlustloser unsere Steine bearbeiten. Das werde ich gleich mal demonstrieren, wenn wir uns ein bisschen Deep Slate hier aufgesammelt haben. Da haben wir Treppenstufen, das ist sehr gut. Ist das alles an Deep Slate, was wir hier oben haben? Mehr haben wir nicht. Naja, gut, ein bisschen hier ist der Fußboden und der Rest vom Haus, also vielleicht kein Wunder. Und die Brücke. Ah! Ins Wasser gefallen. Okay. So, das Tolle an dem Terrakotta ist, den kann man so legen. Moment. Dass er ein Muster ergibt hier. So. Tada! So, das ist Problem ist jetzt, dass das nicht symmetrisch geworden ist. Aber was wir machen können, ist die beiden hier wieder wegnehmen. Und die stattdessen hier hin tun. Und dann hier in der Mitte andere Steine reinsetzen. Zum Beispiel die normalen Terrakotta. Sieht das dann einigermaßen aus? Ich weiß es nicht, aber. Das können wir auf jeden Fall probieren. Mal gucken, ob wir den Rest vom Innen hier. Machen wir das so. Warum? So, ja, so geht's gut. Okay. Toll. Das ist direkt an der Wand, ne? Ja, das ist. Obwohl, nein! Aha! Das wollte ich ja so gar nicht machen, sondern ich wollte hier so eine Vertiefung machen, damit das Haus plastischer aussieht. Das heißt, das ist gar nicht der Fußboden, sondern da kommen irgendwelche anderen. Warte mal. Warte mal, warte mal. Das muss alles ganz anders. Vielleicht muss ich mir einen Plan machen dafür. Weil es ist schon wieder an der Zeit. Okay. Soll mal recht sein. Es ist schon wieder an der Zeit, dass wir leider für heute aufhören müssen. Und dann würde ich sagen, geht es beim nächsten Mal weiter. In unserem hoffentlich. In der nächsten Folge fertig werdenden neuen Haus. Bis denn, like das Video und so weiter und so fort.